Ach, guck mal, da sind wir ja. Einen wunderschönen guten Morgen an PeteStream Deutschland. Tut mir leid, wir mussten ein bisschen später anfangen. Was mir aber ganz gut, was mir aber ganz günstig kam, denn ich musste noch Heroes of the Storm fertig hochladen und mein Ei war noch nicht fertig. Verschlafen habe ich nicht so wirklich, aber ich habe zu spät angefangen, das Frühstück zu machen. Vielen Dank für alle Leute, die halt schon um die Uhrzeit zugucken. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mich da geritten hat. Ich habe die Ankündigung rausgehauen und das Video hochgeladen. Brastos, jawohl. Hallo und herzlich willkommen. Und habe mir dann danach gedacht, boah, scheiße, du könntest eigentlich um 12 anfangen, aber na gut, jetzt fangen wir halt um 10 Uhr an. Keine Ahnung warum. Ich war gestern ich war schon um 3:30 oder um 4 im Bett. Ah, so. Ich zeige euch sofort, was es zum Frühstücken gibt. Das ist auch wieder der Knaller. Moment. Also ich habe von jedem ein bisschen. Ich werde auch die Brötchen hier schmieren. Ich wusste nicht, ob ich das nur in der Küche machen soll, aber da hatte ich keine Zeit mehr zu. Die Uhrzeit, es ist 10 Uhr. Ja, natürlich ist es 10 Uhr, aber wir haben auch Sonntag. Ja, also früher war ich vor 12 Uhr oder generell bin ich normalerweise sonntags vor 12 Uhr nicht ansprechbar. dass Leute vor 10 Uhr normalerweise aufstehen, ist mir durchaus bewusst. Ah, und normalerweise versuche ich das eigentlich auch. So, guten Morgen. Wir sind live, jetzt wird gefrühstückt. Ah, sehr gut, chillige Mucke. Wie sieht denn das aus? Habe ich Ton? What the fuck? Ja, ich hab Ton. Guck mal an. Ha. Ich poste gerade noch. Warte. Guten Morgen. Jetzt sind wir. Was habe ich denn geschrieben? Jetzt wird gefrühstückt. Oh mein Gott, ey. Ich bin völlig müde. So. Kopieren. Halt. Einfügen. Posten. Viel Spaß. Okay, also fangen wir mit den einfachen Sachen an. Was? Wie Navigation bestätigen? Wieso soll ich die Seite verlassen? Eigentlich möchte ich natürlich auf der Seite bleiben. Ich habe für heute ehrlich gesagt noch nicht so wirklich einen Plan, wann ich fertig bin. Ich habe ja gerade jetzt angefangen, aber ich habe eigentlich relativ viel Zeit, obwohl der Tag dann heute relativ voll ist. Denn heute ist noch die Milder Joghurt, ne, Aufnahme. Ebenso wie natürlich der Podcast heute Abend. Ja, ja, ihr könnt ruhig anfangen zu essen. Also, wir fangen an mit, ich habe natürlich Latte Macchiato gemacht. Dann habe ich mir hier Müsli, ne? Milch. Das werde ich gleich essen. Moment. Hier wird noch schönes. Ja, Ei. Ne, ist klar. Dazu habe ich mir dann auch, damit die Schalen gleich da rein können. So. Nein, ich werde nicht live vor der Cam fappen. So, und jetzt kommt der Knaller. Ich habe mir nämlich Aufbackbrötchen geholt und die sahen auf der Packung, also es sind Mehrkornbrötchen, die sahen auf der Packung richtig gut aus. Ich muss nur sagen, ich habe mir die ein bisschen, ich habe mir die ein bisschen größer vorgestellt, aber ich könnte eigentlich mal das Mikro ein bisschen weiter runter machen. So, ich habe mir die ein bisschen größer vorgestellt, ehrlich gesagt halt so. Ja, wir backen heute mal kleine Brötchen, ja. Deswegen habe ich mir da noch schnell das Müsli dazu gemacht, weil, das sind echt voll die Mini-Brötchen. Was soll ich denn da drauf tun? Also, what the fuck? Ja, Moment, ich glaube, er hört mich doppelt. Ich muss mal wieder ein bisschen kleiner machen. Ja, ich habe gedacht, die würden noch ein bisschen aufgehen, aber nee. Mini-Brötchen. So, dazu gibt natürlich hier Käse, Schinken, Salami, Marmelade. Fangen wir an mit Schinken. Ich liebe diesen Schinken einfach. Prosciutto crudo. Der ist lecker. Aber ich kann jetzt quasi, weiß ich nicht, mit einer Scheibe ist das Brötchen ja jetzt schon überbelegt. So. Das ist ein Brötchen.
doch echt geil. So, das ist leer, das kann in den Müll. Zack. Erstmal ein Schlückchen Kaffee, ja, sonst. Was? Wie Mama lacht mich gerade aus wegen dem Brötchen. Hallo? Ich habe echt gedacht, die wäre ein bisschen größer. Kann echt nicht wahr sein. So. Ich wünsche einen, hat man eigentlich morgens guten Hunger? Egal, guten Hunger. Okay, währenddessen, ich weiß gar nicht, ob man das im Stream zeigen darf, weil, wegen Werbung und so. Was ist denn so Wichtiges in der Spielewelt passiert? Da gucke ich mal auf games-news.de. Schnittchenalarm! Du was? Einen schönen guten Morgen und danke fürs Subscriben. Die listen immer alle Nachrichten sozusagen auf, die es so gibt. God of War 3 zum Beispiel. Mich gestern mit Basti noch drüber unterhalten. Wird eine Remastered-Version für die PS4 bekommen. Ich liebe ja God of War. Ja. Aber ganz ehrlich, von God of War 3, wo ich damals vor der PS3 gesessen habe und mir gedacht habe, oh, das sieht so hübsch aus. 12 Arizona, danke fürs Subscriben und einen wunderschönen guten Morgen. Wo ich bei God of War 3 mit Peter vorgesessen habe und wir gedacht haben, boah, sieht das geil aus. Und jetzt eine Remastered-Version. Also von 720p auf 1080p und keine Ahnung, die 1080p läuft dann auch in 60 Frames? Können wir doch mal gucken. Warte mal, was sagt denn die News? Mein Gott, ich habe die News-Seite vor mir. Gestern hatte ich keine Zeit zum Streamen. Ich musste mir nämlich gestern einen Vorhang kaufen. Ach, guck mal, direkt bei den Freunden von Playmassive. Walle, schöne Grüße. 25% mehr Erfahrungspunkte für Heroes of the Storm bis 29. März. Jawohl, ey. Können wir ja noch ein bisschen leveln. Geil. Da. God of War 3. Sony ist, Moment. Sony Santa Monica hat keine Pläne für weitere PS4 Remastered-Spiele. What? Ach so. Also nach God of War 3. Ja, habt ihr den dabei geschrieben? Sieht das aus. Meinung zu Hardline. Machen wir gleich, wenn ich anfange zu zocken. Weil ich verstehe es mit God of War 3 nicht. Braucht das ein Remastered? Nevo 5, danke fürs Subscriben. Also es geht dann von 720p auf 1080p und läuft wahrscheinlich nicht mehr in 60 Frames. Brauche ich nicht. Ganz ehrlich. Also. Dafür war God of War zu schön. Ich muss noch mal weiter essen, sonst wäre ich hier nie fertig. Dann habe ich mich gestern überreden lassen. Ja, ich werde reden, während ich esse, weil sonst seht ihr ja nichts. Anders. Schnittchenalarm! Janik? Ne? Weißt du Bescheid? Danke. Es ist so geiles Wetter draußen. What the fuck? Also ich war gerade draußen. Ich muss mal kurz den Twitter voll verschwinden, mal kurz. Da, der jetzt. Oh shit, habe ich ganz vergessen. Moment. Jetzt muss ich mal weg. Wir haben 3 Grad draußen. What the fuck? Also so Premium-Wetter finde ich 3 Grad jetzt nicht. Ja genau, also gestern waren wir halt Vorhänge kaufen, weil Projekt Aquarium hat schon erste Probleme, da hat nämlich die Sonne drauf geballert. Oh ja. Und sagen wir mal, ich habe jetzt ein paar Pflanzen mehr, die ich eigentlich nicht haben wollte. In Form von richtig harten Algen. Deswegen muss da was vor. Außerdem war ich gestern noch beim Basti. Und der hat mich dazu überredet, die Final Fantasy 15 Demo zu spielen. 13 fand ich ja nicht so geil. Also von der Story her und so weiter, da brauchen wir nicht drüber reden, aber einfach vom Kampfsystem her. Hat mir das nicht gefallen. Dieses halb passiv, aktive, keine Ahnung. Fand ich öde. Und habe jetzt die Final Fantasy 15 Demo gespielt. Ich will da nicht spoilern, weil Jay spielt die ja noch. Aber man kriegt irgendwann diese Fähigkeit, habe ich gestern schon geschrieben, so einen Ramu zu beschwören, ja. Und da habe ich mir nichts weiter drunter vorgestellt. Man weiß ja so ein bisschen bei Final Fantasy die Beschwörung, okay, da kommt so ein großes Viech, keine Ahnung. Da war der Übershit, ohne Spaß. Also übertrieben, fast das Ganze noch nicht mal.
Ja, wir haben vor dem Bildschirm gesessen und haben uns kaputt gelacht, weil das so irgendwie so total seltsam war. Also guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob Jay das schon gemacht hat, deswegen möchte ich das nicht weiter beschreiben. Aber ich muss sagen, Kampfsystem gefällt mir echt gut. Weil ich dann wieder nicht verstehe bei Square. Final Fantasy 15 erscheint nicht vor Ende dieses Jahres. Und das haben die schon letztes Jahr gesagt. Das heißt, er wird auf jeden Fall noch verschoben und kommt vor 2016 sowieso nicht. Da hauen die jetzt eine Demo raus. Naja. Aber fand ich ganz cool, dieser Aktivkram. Was geht? Frühstück. Ganz einfach. Gut nochmal. Dankeschön, Ricardo. Asynchron am Arsch, Junge. Wenn ich bei mir auf dem Tablet gucke, ist nichts asynchron. Müsli, Müsli, yam, yam, yam. Bei mir ist es auch noch 15 Grad, ach am Arsch. Ist gerade 3 Uhr nachts bei dir, wo bist du denn, Mathis? Warte mal, wie viel haben wir denn? 10 Uhr minus 8 Stunden. 7 Stunden? Ja, hallo, ist noch früh. Was ist denn das? Eine Zeitzone hinter New York, oder? Naja, trotzdem schöne Grüße. Was hältst du von GTA 5 Online? Gibt ja jetzt die Heists. Ich finde, Rockstar sind Ärsche. Also, ne? Ich habe schon mehrfach erzählt. Ich habe GTA 5 zuletzt auf der PS3 gespielt. Und zwar, als wir die letzte Folge GTA Online aufgenommen haben. Danach bin ich hingegangen und habe gesagt, will ich nicht mehr spielen, weil ich will mir das nicht versauen, weil ich will die PC-Version haben. Dann war ich im Dezember so geil darauf, nachdem ich die PS4-Version gesehen habe, dass mir nur noch ein Klick zum Kaufen fehlte. Und da habe ich mir gedacht, boah, komm, der kommt eh im Februar raus. Brauchst nicht kaufen. Was soll das? Dann hast du das Spiel ja dreimal am Endeffekt. Total bescheuert. Ja, jetzt kommt's Ende April. Ich bin so mega heiß drauf. Ich will's endlich spielen. Ich habe noch nichts davon gemacht. Wie gesagt, letztes Mal war GTA Online-Aufnahme. Und keine Ahnung, wann die letzte war. Naja, ich muss gerade mal nachgucken. Ich habe den Videomanager vor mir. GTA Online. So, jetzt probieren wir mal diese übergeilen Brötchen. Also knackig sind die ja. Und schmecken tun die auch gut. Immerhin. Frühstück gerettet. GTA Online. Die letzte Folge ist online gegangen am 7. Mai 2014. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass wir die zumindest eine Woche vorher aufgenommen haben. Das heißt, das letzte Mal habe ich Ende April GTA Online gespielt. GTA 5 gespielt. Abendessen kann man mal machen. Der Stream steht. Das stimmt nicht. Wie lange geht der Stream heute? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch... weiß ich nicht. 3 Uhr, 4 Uhr. Irgendwie sowas. Ich habe bis auf heute Abend noch keine Termine in Sicht. Aber ich muss mal ein bisschen mehr essen, weil sonst kommen wir hier nie zum Zocken. Und dann sitzt da der gute Simon von Twitch und denkt sich, ja, der spielt ja gar nicht. Was soll denn das? Hallo Simon. So, was hatten wir denn jetzt hier für News? Außer God of War 3. Alles Bullshit. Unspar. Wer schreibt eigentlich fragt? Da steht Microsoft fragt Spieler um Interesse an einer Remaster-Version. Und Spaß, da kriegt Gänsehaut bei.
fragt Spieler. Da kommt mir schon der Schinken wieder hoch. Boah, ich weiß, manche Menschen reden so, aber irgendwie, keine Ahnung. YouTube. The Week in YouTube. Bell, Will, Beast, Cock, Todesstern, die kosten geile Cosplays. Wat ne News. Alter, leck mir am Arsch. Mortal Kombat X, vollständiges Roster enthüllt. Geil. Ich habe mir die ganzen Trailer von Mortal Kombat X angeguckt. Mit Goro Lives und Johnny Cage und der Predator wurde angekündigt. Ich glaube als DLC, aber scheißegal, wie ich spielen. Mega geil, da freue ich mich tierisch drauf. Es wird wahrscheinlich in Deutschland indiziert werden oder zumindest ab 18 sein. Aber das ist mir total latten. So ist denn das jetzt hier. Vollständiges Roster enthüllt. Da, bams, zeig her. Ja, wer war denn das hier? Playfront.de und Luki, um mal die Seiten zu nennen. Freck kommt aus dem Bayerischen. Ja genau, Hashtag Freck Pizza Meets. Boah, nee. Das fängt Domi bestimmt an. Oh oh. Glaube ich, sollte dem heute noch die Frag Pizza Meets Sachen schicken. Wie mache ich das denn? Die müsste ich ja dann hier gleich mal aufnehmen. Das kann ich immer machen. Gleich beim Frühstück. Wo kommt's daher? Also. Komm schneller. Also, Mortal Kombat X vollständiges Roster enthüllt. Ich lese gerade von playfront.de, um die Seite auch mal zu nennen. Mit der Ankündigung des Combat Packs zu Mortal Kombat X am gestrigen Samstag steht nun auch das vollständige Roster des Spiels fest. Eher unfreiwillig wurde damit Liu Kang als letzter spielbarer Charakter bestätigt. Womit das Roster aus 24 Kämpfern plus 5 DLC-Kämpfern vollständig feststeht und die wie folgt aussehen. Cassie Cage, die Tochter von Johnny Cage. Dvorah Ermac, geil. Aaron Black, Farrah Thor, Jacqueline Briggs, Jax, Johnny Cage, Kano, Kenshi, Kitana, Kotal Kahn, den kenne ich gar nicht. Kung Jin, Kung Lao, Liu Kang, Melina, Quan Chi, geil. Raiden, Reptile, Scorpion, Shinnok, Sonya, Sub-Zero, Takeda. Und da haben wir die DLCs. Tanya, Tremor, Predator. Zweimal? What the fuck? Ich glaube, ihr habt euch da vertan, liebe Kollegen. Der Predator zweimal aufgelistet. Jason Voorhees. Und natürlich Goro. Ich glaube, ich habe mich über keinen mehr aufgeregt als über Goro, als der damals, ich glaube, der letzte Gegner war auf der normalen Schwierigkeitsstufe oder so, wo der immer mit seinen vier Armen da dran war, die ganze Zeit nur geschlagen hat und man nichts dagegen tun konnte. Boah, ich habe schreiend vorm Bildschirm gesessen. Ohne Spaß, ey. Aber jetzt kann ich ihn selber spielen. Geil. Mathe lernen oder Pizza-Stream? Mathe lernen. Kannst du ja mal Pause machen beim Mathe lernen? So, 10 Minuten. Chris, was sagst du zu Wolfenstein The Old Blood? Ich weiß, gerade sagen, Return to Castle Wolfenstein. Blödsinn. Ist ja in Deutschland indiziert. Habe ich auch nicht in meiner Steam-Liste, lustigerweise. Oder taucht es mittlerweile auf? Doch, mittlerweile taucht Wolfenstein The New Order auf. Ist ja abgefahren. Ich muss nämlich immer auf den VPN wechseln, um das spielen zu können. Fand ich aber echt geil. Und da freue ich mich drauf. So, nächste... Ach genau, um mal auf nächste Woche zu kommen. Nächste Woche steht an. Life is Strange, Episode 2. Da werde ich allerdings aus einem Grund, den ich euch dann zu dem entsprechenden Zeitpunkt nenne, auf die PS4-Version wechseln. Das heißt, ich muss die erste Episode... Ich bin eigentlich ein Trottel, das hätte ich eigentlich jetzt machen können, oder? Jetzt habe ich das nicht installiert. Aber egal. Das heißt, die erste Episode muss ich nochmal schnell durchspielen. Und die Entscheidung so machen, wie ich die vorher auch gemacht habe, natürlich. Dann Montag, ja, also morgen, hammer geil. Morgen kommt Peter vorbei für Bloodborne. Freue ich mich drauf.
Aber gezeigt wird er natürlich erst, wenn es released wird. Moin Chris und Stream. Mein Gott. Moin Chris und Stream-Zuschauer. So. Brötchen Nummer 2. Ohne Spaß, mein Ei wird kalt. Oder Kopie. Nehmt ihr wieder Formel 1 auf oder war das Spiel zu schlecht? Ist der Teil schon draußen? Also wusste ich nicht. Wir hatten vor, Formel 1 wieder aufzunehmen, ja. Dena war da auch sehr angetan. Also wenn, würden wir natürlich würden wir Formel 1 weiterführen. Ja. Schöner junger Gouda, wie sich das gehört. Nicht so ein mittelalter Stinkekäse oder so. Bäh. Oder diese ganz krassen Stinkedinger, wo du den Kühlschrank aufmachst, weißt du, und im ersten Stock oben weißt schon, aha, Papa macht wieder Frühstück. Bäh. So, was war denn jetzt hier die Ober- und Unterseite? Eigentlich ist das egal. Absolut Premium. Aber ich muss das Mikro mal ein bisschen wegtun, sonst knarzen euch die Ohren weg. Musik ein bisschen leiser. Noch mehr. Ich mach die mal kurz lauter, damit ich die dann... Achso, oh lol. Okay, hat's erledigt. Nein. Lieber Tokyo Shimura, habe ich noch nicht. Nicht mal auf der Gamescom letztes Jahr. Weil ich da einfach keine Zeit zu gehabt habe. Also Bloodborne haben wir noch nicht gespielt. Spielst du heute überhaupt noch was? Ja, natürlich, aber ich muss ja fertig werden hier mit Essen. Und ich brauche natürlich umso länger, je mehr ich erzähle. Aber wenn ich nichts erzähle, dann habt ihr nichts zu gucken. Von daher ist das Teufelskreis. Oh mein Gott. Ah. So, was haben wir noch so für News? Irgendwas Interessantes. FIFA 15 Vater will Sammelklage gegen Microsoft einrichten. Ach ja, habe ich schon gelesen. Hier von wegen 13-jähriges Kiddy hat, wie viel waren es? 4.500? Muss ich nochmal nachgucken, den Betrag weiß ich nicht mehr genau, oder 2.500 Dollar. 4.500 natürlich. Natürlich. Gibt ja auch mal 4.500 Dollar bei FIFA Ultimate Team aus. Der Vater hat eingeräumt, ja, hätte er auch nachgucken müssen und so weiter, aber trotzdem. Wäre alles viel zu einfach, da Kohle auszugeben. Ich verstehe sowieso nicht, wieso da immer so diese krasse Unterscheidung ist, so FIFA Packs. Kann sich jeder ziehen. Yoshinator 1997. Danke fürs Subscriben. Naja. Was haben wir noch? Werbung. Domi Frühstück mit. Finde ich gut. Domi? Ich müsste die Fragpizza mit Sachen hergeben. Oder ne, Quatsch, die mache ich gleich. Also wir spielen gleich erst was, damit wir mal langsam spielen. Und dann mache ich die Fragpizza mit Sachen. Muss nur gucken, wann ich die hochladen kann, weil ich ja noch am Stream bin. Warte mal. Connected. Channel switched. Mein Gott, da habe ich fast unser Passwort gezeigt. Der war knapp. So. Resident Evil Revelations 2 juckt mich irgendwie so gar nicht. Weiß auch nicht warum. Den ersten Teil fand ich gar nicht mal so schlecht. Den habe ich sogar durchgespielt. Wolfenstein The Old Blood hat eine USK-Freigabe erhalten. Finde ich krass. Habe ich da irgendwas in... Denkst du, dass MH4U noch für die Wii U rauskommt? Julian, ich hoffe es. Denn ich würde es gerne spielen.
Und ich habe auch schon wieder gehadert, boah, holst du dir das jetzt, holst du dir das nicht? Aber für den 3DS habe ich halt momentan noch Majora's Mask, was ich durchspiele. Und da brauche ich relativ lange für, weil ich spiele immer nur abends so ein bisschen im Bett und muss mich dann mal entscheiden, lese ich jetzt noch was oder spiele ich Majora's Mask weiter? Ich habe es mir dann doch nicht geholt. Ich hoffe immer noch, dass es auch für die Wii U erscheinen wird. Obwohl sie ja meinten, das wird nicht der Fall sein. Wird Witcher 3 Let's Played und wenn ja, von wem? Lieber Bruno? Das ist ein Fall für den Peter. Der wird das machen. So. Zuckerraffi, was hast du? Was hältst du von The Evil Within? Plus kommt heute Prison Architect. Ja, können wir gerne machen. Evil Within habe ich angefangen. Hat mich aber, naja, also war ein gutes Spiel. Aber, nee, Moment, sagen wir mal, es war nicht schlecht. Aber irgendwie hat mich das nicht, keine Ahnung. Da ist kein Funko übergesprungen. Wir haben uns nicht verliebt. Von daher habe ich Evil Within wieder deinstalliert. Ah, die hätte doch gespielt. Was haben wir denn hier so? Final Fantasy Type 0 HD bei uns im JRPG-Test. Aha. Roller Coaster Tycoon World. Ja, das war ja auch krass. Das Video, was die da am Anfang rausgaben, die Texturen, ey. Wo man sich gedacht hat, Jungs, wir sind im Jahr 2015 und nicht mehr im Jahr 2003. Ja. Aber hier steht die geloben Besserung. Denn Rollercoaster Tycoon war damals einfach geil. Und es wäre echt schade, wenn das der nächste Titel wäre, der halt Kackjes wird. Wird GTA Online noch vorgesetzt? Ja. Wie gesagt, PC-Version. Sobald die da ist, wird losgezockt. Wie findest du Majora's Mask? Ocarina of Time war atmosphärischer, oder? Nö, finde ich gar nicht. Da ist ein Haar auf meinem Käse. So. Mein Teller sieht gerade so... Oh, verdammt. Sah aus wie ein Gesicht. Hallo. Ich muss ja sagen, oder ich habe ja schon mal erzählt, Majora's Mask habe ich damals fürs N64 sogar gehabt. Aber als... Wie alt war ich denn da? 13? 14? Irgendwie soweit. Nicht gespielt, weil ich am Anfang diesen Zeitdruck so zum Kotzen fand. Riesenfehler. Sehe ich ein. Und mittlerweile muss ich sagen, dass mir gerade dieser Zeitkram und auch die ganzen Aufgaben, die man hat, diese ganzen Nebenaufgaben, das ist ja der Hammer. Ich weiß, da sind viele Sachen verändert worden. Also Hardy sagte zum Beispiel, früher konnte man nur speichern, wenn man auch die Zeit zurückgesetzt hat und all so ein Käse. Da ist alles ein bisschen vereinfacht worden. Finde ich aber auch irgendwo sinnvoll. So, Meister. Oh oh. Jetzt esse ich noch mein Eichen. Dann werde ich hier den ganzen Kram aufräumen. Auch wenn ich noch ein Brötchen habe, aber ganz ehrlich, so viel Hunger habe ich irgendwie doch nicht. Ich esse jetzt noch mein Eichen und dann fangen wir an zu zocken. Ich glaube, wir fangen übrigens mit Battlefield Hardline an, denn den Multiplayer habe ich tatsächlich noch nicht viel gespielt, was aber den Grund hat, dass ich den Singleplayer durchgespielt habe. Ich habe den irgendwann mal angefangen, so nach dem Motto, ja, guck mal rein. Und ich muss sagen, es ist keine Offenbarung gewesen, ja. Aber ich fand es echt geil, dass man sich beim Gameplay entscheiden kann. Entweder baller ich alle weg oder ich mache das komplett auf Schleichen. Und ich habe versucht, so viele Leute wie möglich zu verhaften. Und ich habe auch alle Hinweise gefunden und alle Leute verhaftet und so ein Kram. Also alle, die irgendwie eine Belohnung geben. Fand ich nicht schlecht. Auf jeden Fall. Sonst hätte ich den nicht so zügig durchgezockt. So viel dazu. City Skylines, Grafikvergleich, niedrige gegen hohe Grafikeinstellungen. Von der GameStar.
Freue mich. Ich habe immer noch hohe Grafikeinstellungen. Wobei Cities ziemlich cool ist. Bram hat damit angefangen. Aber ich glaube, Johnny spielt halt auch relativ viel. Ich gucke da auch gerne rein. Mein Vater spielt das sehr gerne. Lustigerweise. Erst Lappen bei LOL im Team und dann Pizza mit Chris und ich muss... Was? Ich muss gleich weg. Oh, was? Wie Spoiler. Wird nicht gespoilert. Wird auch gespielt oder nur gequatscht? Nein, ich, wie gesagt, ich habe noch mein Frühstücksei, das werde ich jetzt vertilgen. Und dann wird auch gespielt. So. Ich bin übrigens kein Unmensch. Weil es gibt ja, es gibt die Leute, die köpfen ihr Ei. Ja. Und es gibt die Leute, die pellen ihr Ei sozusagen. Ich bin eher der Peller. Ich bin der Peller-Typ. Dafür habe ich ja auch das Papierchen hier. Aber wenn man das Ei köpft, dann hat man immer schon die Schale quasi da drin. Das zu kotzen mag ich nicht. So, komm, geh mal auf. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da drin hatte. Ich hoffe, dass ich mag mein Ei nicht zu hart und nicht zu weich. Also am liebsten so mittel. Und ich hasse Ostereier. Kann ich nicht ab. Kalte, also so ein kaltes Ei, boah, da kriege ich irgendwie Würgereflexe bei. Und nicht warum. Aber so verändert sich das nun mal. Früher habe ich das gerne gegessen. Aber früher habe ich auch gerne Leberwurst gegessen. Heute, aber irgendwann kommen wir ja alle wieder in das Alter. Da geht's dann los, wo wir auf Nierengeschnetzeltes stehen und so. Wo die Geschmacksnerven im Mund schon so abgestorben sind, dass man quasi alles essen kann. Lecker, lecker, yam, yam, yam. Riecht zwar nach Pisse, aber egal. Schmeckt schon gut. Das war ekelig beim Zivi. Seid mal froh. Aber wobei, weiß ich gar nicht. Haben wir ja schon im Podcast drüber geredet. Dass uns der Zivi eigentlich ganz gut getan hat. Und ich glaube, die Leute, die beim Bund waren, die werden auch sagen, dass das ganz, ganz gut war. Aber naja. Ich weiß gar nicht, welche Themen wir heute Abend haben. Falls ihr noch irgendwelche lustigen Sachen habt, was wir unbedingt besprechen müssen, raus damit, beziehungsweise an die E-Mail-Adresse senden, damit Peter sich das schnell noch durchlesen kann. Ich wette, der liest sich die E-Mails alle schön immer durch, wenn er im Badezimmer ist. Mein Kaffee ist alle, verdammt, ey. Ich hätte gerne noch einen. Okay, die Peller-Methode dauert dann doch ziemlich lange. Wie ist der Wechselkurs? Muss man mehr als 5 Euro blechen? Was? Nee. Der Wechselkurs, ach ja, stimmt, wegen Dollar, ne? Der ist tatsächlich momentan nicht so geil. Ich weiß den aktuellen, ehrlich gesagt, nicht. Aber als ich letztes Mal geguckt habe, war der Euro bei einem Dollar 6 oder so, wo ich mir dachte, what the fuck, ey? Was geht da ab? Also war schon heftig. Ich weiß nicht, ob er noch mehr gefallen ist. So, Ei gepellt, Salz drauf, essen. Bitte, bitte sei gut. Ich hasse nichts mehr, als wenn man sich auf irgendwie... Wenn man sich beim Essen auf irgendwas freut und dann ist das scheiße. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Abendessen macht, hat das noch nie so richtig gemacht, hat mega Hunger und das ist das Einzige, was man essen kann heute Abend, weil man sonst nichts anderes da hat. Und dann, weiß ich nicht, brennt das an oder schmeckt nicht oder sonst was. Da hab ich... Gibt nichts Schlimmeres. Naja, schon, aber. So. Was sagt das Ei? Premium! Geil. Perfekt. Nicht hart gekocht und nicht zu weich. Das waren 7 Minuten doch gut. Hat sich das. Sagen wir mal, zumindest fürs Ei hat es sich gelohnt, dass wir 2 Minuten später angefangen haben. Ich weiß gar nicht, weil ich Sonntag zum letzten Mal gefrühstückt habe. Ey. Ich bin überhaupt nicht der Frühstückmensch normalerweise. Obwohl man ja... Schnittchenalarm! Humpen 95! Vielen Dank fürs Subscriben. Humpen finde ich geil. Ah, mein Freddy hat mal Humpen gesammelt. Ups, mein Ei ist umgefallen. Aber, da hat nicht weich ist, nichts passiert. Mädchenschrei am Morgen, sehr gut. Futter gerade auf Frühstücksei, sehr gut.
Was? Der Wechselkurs ist 1,08 Dollar. Wow. Das ist nicht so gut. Wenn man sich überlegt, dass der auch mal bei 1,46 war oder so. Voll viel verpasst wegen Familienfrühstück. Ach mein Gott. Ich habe nichts anderes getan, als selber zu essen. Also. Außerdem geht das ja sowieso alles wieder auf YouTube hoch. Von daher. Ist das nicht so schlimm. Nicht? So. Eichen auf. Das war ein solides Frühstück. Naja. Eigentlich wollte ich noch Obst dabei machen, irgendwie so Ananas oder so, aber mein Ananas-Schäler ist kaputt gegangen. Ich weiß, man kann die auch so schneiden, aber das finde ich viel zu stressig und die Mega-Sauerei. Ich brauche nur einen Ananas-Schäler. Ich könnte mal eben schnell. Ja, das machen wir noch. Was kostet denn so ein Ananas-Schäler eigentlich? Ananas-Schneider. 7 Euro? Was? Der muss ja aus Edelstahl Deluxe sein, ey. Edelstahl Ananas-Schäler für 5,99. Ich glaube, den hatte ich. Und der ist kaputt gegangen, weil diese Druckknöpfe, die da in der Mitte sind, weil die, keine Ahnung, nicht mehr rausgesprungen sind. Dadurch konnte man den durchdrehen. War scheiße. Edelstahl Ananas-Schäler. Schnittchen, Alter! Hobelhirn 22, danke fürs Subscriben. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Ananas, ey. Leck mir am Arsch. Da mache ich später. So, ich muss hier ein bisschen aufräumen, ehrlich gesagt. Weil sonst kann ich nicht spielen. Das heißt, ich muss mal eben in die Küche. Ja, und dann fangen wir an. Und sind gleich wieder da. Wie lange brauche ich denn in die Küche? Sagen wir 90 Sekunden. Also 90 Sekunden machen wir weiter. Nicht? Finde ich gut. So. Zack. Und wir sehen uns gleich. Muss mal eben hier ein bisschen aufräumen.